Ganz herzlich begrüße ich Sie zu einem neuen Wochenrückblick hier von meinem Schreibtisch aus der Kreisverwaltung in Coesfeld. Es waren wieder eine ganze Reihe von Themen, Termine, die sich in den letzten Tagen ereignet haben. Einige darf ich exemplarisch herausgreifen. Gehe da nochmal zurück auf den Donnerstag der vergangenen Woche. Eine spannende Autorenlesung bei uns auf der Burg Fischering in Lüdinghausen mit Professor Dr. Manfred Lütz, einem rheinischen Urgestein, der uns aus der Autobiografie seines Großonkels Paulus von Husen vorgetragen hat, der als Mitglied des Kreisauer Kreises dem Widerstand in der NS-Zeit angehört hat und nach dem Krieg als Jurist dann erster Präsident des Verfassungsgerichtshofes in Münster wurde, wo er auch aufgewachsen ist und letztlich auch gelebt hat und auch verstorben ist an dieser Stelle. Und es war total spannend, diese Autobiografie, die mit viel Witz und sehr charakteristisch eben geschrieben ist, zu lauschen. Sicherlich auch spannend, weil da auch einige Episoden in Lüdinghausen spielen, wo Paulus von Husen auch vor dem Ersten Weltkrieg Station seines Referendariates als angehender Jurist im Landratsamt in Lüdinghausen auch absolviert hat. Und das war durchaus spannend natürlich, diese Persönlichkeit auch unter dem Blickwinkel einmal in dieser Autorenlesung etwas näher kennenzulernen. Und es ist ja auch ein sehr schönes Zeichen, dass vor geraumer Zeit die Sekundarschule Lechten-Rosendahl sich ganz bewusst den Namen Paulus von Husen-Schule zugelegt hat. Also ein besonderes Highlight der letzten Tage. Am Sonntag hatte ich ein weiteres schönes kulturelles Highlight. Ich habe mit meiner Familie die Freilichtbühne Billerbeck einmal wieder besucht und das Kinderstück Die Schule der magischen Tiere mir anschauen dürfen. Das war einfach klasse, hat viel Freude gemacht und großes Kompliment an alle, die auf der Bühne, hinter der Bühne das tolle Stück wirklich den vielen, vielen Kindern und Familien präsentiert haben. Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Nachmittag. Ja, in der dann darauffolgenden Woche am Montag ein spannender Termin. Da ging es um die Weiterentwicklung des Fachhochschulstandortes hier in Coesfeld. Das ist ja ein ganz kleiner, feiner Standort, der aber auch jetzt in der Corona-Pandemie durchaus etwas eingebüßt hat an Strahlkraft. Und da haben wir gemeinsam überlegt mit Vertretern der Fachhochschule und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, wie können wir da eigentlich das Ganze wieder beleben. Und da sind ganz interessante Konzepte jetzt in Arbeit. Und ich hoffe, dass ich Ihnen bald darüber mehr berichten kann. Am Nachmittag des Montags habe ich dann an der Aufsichtsratssitzung der Wohnbau Westmünsterland in Borken teilgenommen. Sie können sich vorstellen, aktuell die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist angespannt. Die Wohnbau baut ja seit Jahren wirklich in erheblichem Umfang, auch bei uns im Kreis Coesfeld, neue Wohnungen. Aber das wird auch zunehmend schwieriger. Die Baupreise explodieren und das macht uns durchaus Sorge, weil trotzdem die Menschen natürlich guten und bezahlbaren Wohnraum brauchen. Von daher noch ein wichtiges Thema für die kommenden Wochen. Der Ukraine-Krieg beschäftigt uns natürlich auch insbesondere, was es anbetrifft, wie gelingt es in den Städten und Gemeinden des Kreises, den Wohnraum auch für die neu zugezogenen Geflüchteten bereitzustellen. Da stößen die Kommunen mehr und mehr an die Kapazitätsgrenzen. Turnhallen wurden bereits in die Nutzung genommen. Aber der Wohnungsmarkt ist einfach leergefegt. Von daher bitte ich erstmal alle, die davon betroffen sind, dass jetzt eine Turnhalle eben nicht mehr für den normalen Sport und Vereinssport zur Verfügung steht, um Verständnis für die Entscheidungen der Städte und Gemeinden. Das ist nicht leicht, gerade wenn es jetzt in die kältere Jahreszeit geht, aber nur gemeinsam ist es uns möglich, hier diese Herausforderung auch zu meistern. Als Kreis unterstützen wir ja mit dem Josefshaus in Seppenrade, wo Kapazitäten von rund 200 Plätzen bereitgehalten werden, die auch weitgehend schon belegt sind. Und da auch stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenzen. Das ist nicht ganz leicht, aber auch hier gilt es eben, Rücksicht zu nehmen und Verständnis zu haben, wenn nicht alles dann so nutzbar ist, wie es bisher möglich war.
In dieser Woche habe ich auch gerne die Mitglieder des Runden Tisches gegen Gewalt an Frauen und Kindern eingeladen, auf die Burg Fischering, da einfach mal fernab einer regulären Tagesordnung ins Gespräch zu kommen beim gemeinsamen Frühstück. Das war, wie ich fand, ein guter Austausch miteinander. Mir war es auch wichtig, den Mitgliedern ganz herzlich zu danken für die Arbeit. Denn der Runde Tisch wäre eigentlich schon im letzten Jahr 20 Jahre alt geworden. Und leider hat Corona das Jubiläum ein Stück weit ausfallen lassen. Und so war es an der Zeit und mir auch wichtig, in dieser lockeren Form einmal ganz herzlich Danke zu sagen. Denn das Thema Gewalt findet eben leider Gottes auch bei uns im Kreis Coesfeld statt. Und umso wichtiger ist es, dass es da Profis gibt, die sich diesem Thema widmen und die ganz bewusst eben alles dafür tun, dass die Opfer eine gute Beratung, eine gute Aufnahme erfahren und eben hier auch erlittenes Leid gelindert werden kann. Im Anschluss hatte ich noch einen schönen Pressetermin rund um ein neu erworbenes Bild des mongolischen Künstlers Gan Erdene Zend, der im Rahmen des Jubiläums der Burg Fischering einmal seine Perspektive auf die Burg festgehalten hat. Und das Bild konnte nun, weil es uns wirklich so gut gefallen hat, mit Unterstützung der Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld erworben werden. Und ich durfte das Bild dann gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Heinrich Krumme in Empfang nehmen an dieser Stelle. Ein guter Austausch dann am Dienstagnachmittag mit unserem Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann, der wieder einmal bei uns im Kreishaus sich zu aktuellen Themen mit mir ausgetauscht hat. Auch da können Sie sich die Palette vorstellen. Ein breites Spektrum, weil es doch viele Bezüge zwischen Bund und auch der Kreisebene an dieser Stelle gibt. Vielen Dank für den guten Austausch. Beglückwünschen konnte ich dann eine Reihe von jungen Nachwuchskräften bei uns in der Kreisverwaltung, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, ob als Verwaltungsfachangestellte, ob als Verwaltungswirt oder eben als Bachelor of Law. Hier haben alle wunderbar erfolgreich ihre Prüfungen soweit vor einigen Wochen bestanden und mir war es ein Anliegen, da herzlich zu gratulieren, denn diese Nachwuchskräfte werden nun in den kommenden Wochen in den neuen Abteilungen dann ihren Dienst auch entsprechend aufnehmen können. Ja, am Mittwoch dann die Sitzung des Kreisausschusses. Im Rahmen des Sitzungszyklus ist immer ein gewisser Höhepunkt, bevor dann eben in der nächsten Woche der Kreistag final dann die Entscheidung halt trifft. Wir hatten eine prall gefüllte Tagesordnung mit vielen Beratungspunkten, ob es ÖPNV-Fragen gewesen sind, ob es Radwege, Bauprojekte waren. Hier sind dank der guten Vorbereitung doch zügig gute Ergebnisse auch erzielt worden. Am Donnerstag dann der Antrittsbesuch unseres neuen Regierungspräsidenten Andreas Bothe, der hier knapp 2 Wochen nach seinem Amtsantritt erfreulicherweise sich viel Zeit genommen hat, um mit uns hier ins Gespräch zu kommen, um sich einmal die aktuellen Themen hier im Kreis vorstellen zu lassen. Ein herzliches Dankeschön für den guten Austausch an dieser Stelle. Am Abend des Donnerstags dann die Bike Night, die hier in Coesfeld stattfinden konnte, mit Start hier am Kreishaus und dann eben einer Rundfahrt, begleitet von der Polizei, weil dann einmal die Stunde gekommen ist, wo als bewusstes Zeichen die Radfahrerinnen und Radfahrer, die daran teilnehmen, die Straße auch mal ganz für sich hatten. Und das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man dann also in dieser breiten Verstärkung dann einmal ein Zeichen für den Radverkehr setzen kann. Und deswegen schön, dass dies nach Corona auch endlich wieder stattfinden konnte. Ja, am Freitag habe ich dann auch an den Sitzungen des Landschaftsverbandes, ganz konkret des Bauausschusses in Münster, teilgenommen. Und auch da ganz interessante bauliche Themen, die auf der Agenda stehen. Der Landschaftsverband ist ja für uns ein wichtiger Partner, weil er einfach auf der Ebene für Westfalen-Lippe viele Aufgaben für die Kreise und kreisfreien Städte wahrnimmt. Zu guter Letzt noch 2, 3 Sätze zur pandemischen Situation. Wie Sie den Medien entnehmen konnten, bei uns hat die Impfstelle in Lüdinghausen wieder den Dienst soweit aufgenommen. Aktuell dürfen wir aber dort nur den bisherigen Impfstoff verimpfen. Der neue Impfstoff ist auch bereits, sage ich mal, verfügbar bei uns. Aber wir warten also noch auf die Freigabe des Landes, dass der dann eben auch soweit verimpft werden darf.
Bis dahin bitte ich einfach um Verständnis, dass wir gehalten sind, wirklich den bisherigen Impfstoff auch zu verwenden. Neben dem Thema Impfung wird es auch in den nächsten Wochen, wenn wir auf die kältere Jahreszeit zugehen, wichtig sein, dass wir uns gegenseitig schützen, dass es nicht wieder zu einer massiven Wellenbewegung halt kommt. Deswegen auch da die Bitte, wo es eng wird, wo Sie die Belüftung nicht so gut haben, nutzen Sie die Maske, die sich durchaus effektiv bewährt hat. Und auch dann wird es, glaube ich, mit vereinten Kräften gut gelingen, diese bevorstehenden Wochen auch gut zu meistern. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.